Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale. Wir waren zuletzt bei der Schmiedin und dann sind wir ins Dorf Aurora gegangen und dann haben wir diese Ziramon oder Ziromon Höhle oder wie die nochmal hieß hier gefunden. Und da haben wir zuletzt gespeichert und genau hier schlagen wir uns jetzt weiter durch mit unserem Dust. Jetzt bin ich mal eben runtergeplumpst. Levelaufstieg, Kampfkunststein verfügbar, dann das beginnt ja schon mal super. Oh, mit Fidget sollte ich auch mal ein bisschen öfter, eigentlich mal angreifen. Geben wir ihr mal einen Kampfkunststein, da freut sie sich bestimmt. Oh, eine Kiste. Schön. Yay. Und was haben wir bekommen? Warme Brezeln. Lecker warme Brezeln. So. Oh. So, jetzt hat die nämlich auch voll Power, also... habe ich mal ein bisschen mit ihr losgeschossen. Ich weiß gerade nicht, wo es mich hier hinführt. Aha. Wir sind sehr weit unten. Dann gehe ich mal hier oben erstmal lang. Da oben könnte ich auch hin, oder wie? Aber nur, wenn ich hier rumhops. Huch. Falle ich wieder runter. Muss mal eben leiser wieder auf meinem Ohr drehen, wie jedes Mal. Schätze ich die Lautstärke hier einfach falsch ein. Ja, und dann komme ich einfach nur wieder da hoch. Ach so, okay. Okay. Ja, ich soll runter. Ich sehe es, Fidget. Ich sehe es. Ich weiß ja nicht, was hier unten ist, deswegen traue ich mich nur vorsichtig runter. Da ist wieder so ein... komm mal her. Du Pflaume. Du Bombenpflaume. Die wächst doch jetzt wieder neu, oder nicht? Hä? Hm. Ja, aber einfach so mich durchschlagen geht ja auch nicht. Und die Bombenpflaume ist... wo kommen die denn auf einmal her? Nenü. So. Ups. Da sind voll die Schlüssel an der Seite. Ach, wie cool. Gut, dass diese Stacheldinger nicht so schwer zu besiegen sind. Da bin ich ja froh drüber. Wo ist hier eine Bombe? Nee, die hat es ja jetzt nicht gebracht. Da hinten irgendwo. Ach, warte mal, kann ich das denn, kann ich die von unten hochholen und dann, ne, ihr wisst schon. Jetzt ist sie nämlich nach oben geflogen, merke ich gerade. Die war nämlich nicht weg, die ist nach oben. Wo ist sie? Wo ist sie denn? Ich glaube, ich muss mich beeilen. Wow. Ja, aber jetzt ist sie gleich weg. Wo ist sie jetzt? Hier. Komm her. Juhu. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Aber komme ich hier auch da? Nee. Ich will hier runter. Menno. Das ist natürlich doof. Wie kommt man zu den Schlüsseln? Da muss ich mir das irgendwie mit der Bombe noch frei... ich muss mir das irgendwie frei schießen. Aber selbst wenn die dann hier oben ist... ah, ich weiß auch nicht.
das so alles klappt, versuchen wir es nochmal. So. So. Die haben wir jetzt nach oben geschossen. Ich beeile mich. Ich beeile mich und fall runter. Ja, ja. Oh, hoffentlich kommen jetzt keine neuen Gegner. Oh, ich fall runter. Okay, ich fall doch runter. Na, 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 na. Beeil dich. So. Das schaffe ich nicht. Komm her. Kannst du mir das hier nicht freibomben? Oder wie? Oder was? Hierher? Ich glaube, hierher kann sie. Komm her. Shit. Nein. Ich schaff's nicht. Na, da ist sie doch. Komm her. Dahin. Oh, das war nicht nah genug dran. Oh, ich glaube hier. Moment. Jetzt haben wir sie von der Seite hochgeschossen. Geht das auch? Ja, komm mal her. Da ist sie. So, und hier. Kannst du hier explodieren und mir den Weg freimachen? Geht das? Also so von der Seite explodieren. Ich lasse sie da mal. Ich hoffe, das klappt. Ich weiß es halt nicht. Ein Versuch ist es wert. Irgendwie muss man ja an die Schlüssel kommen. Ja? Na komm schon. Nee, bleib hier. Bleib bloß da. Nö, das hat gar nicht geklappt. Das finde ich jetzt schade. Wie geht denn das dann? Wie mache ich das dann? Bestimmt kann ich mir... Nee, das ist doch gelb hier. Das geht bestimmt nur mit so einem Resonanzstein wieder oder so. Oder? Keine Ahnung. Da ist das Ding wieder. Und versuchen wir es hier mal an dem Gelben. Das... Ach, das geht. Ach so. Ja, gut. Das hat zumindest schon mal geklappt. Das ist ja schon mal was wert. Obwohl ich die Schlüssel natürlich gerne hätte. Das ist ja wohl ganz klar. Na gut, laufen wir erstmal weiter. Bevor wir uns hier ewig an einer Stelle nur aufhalten. Dust, wait. Ups, ich habe die ganze Zeit meine Boxen angehabt, habe ich gemerkt. Ich hoffe, dass der Ton jetzt wieder etwas besser läuft. Tut mir leid, die habe ich voll vergessen auszumachen. Jetzt war bestimmt ein Doppelton die ganze Zeit da. Habe ich jetzt ausgemacht. Entschuldigung. This creature is too well defended for a straightforward assault. We'll see about that. Okay, was mache ich jetzt? Okay, that was a bad idea. It is practically invulnerable unless you stun it with a parry, like so. Okay. Na dann. He went down. Juhu. Dust, would you like a refresher on parrying? Nein. Very well. Be careful. Ja. Gut. Das ging ja. Ach, jetzt habe ich meine Boxen angelassen. Ist natürlich doof. Ist mir ja noch nie passiert. Da komme ich nicht weiter. So, was haben wir hier?
Was war das denn für ein Vieh? Whoa, what was that? Ja, das frage ich mich auch. I'm not sure, but it sure did run off in a hurry. Hm? Und noch ein Speicherpunkt. Was war denn das jetzt? Nee, das ist im Hintergrund. Okay, oh! Ich fall hier immer runter und... Ja. Ach, der war noch nicht tot. Komm her! Wo ist das? Was ist das denn? Ih, voll die Riesenspinne, wie eklig. Oh oh, ich werde hier voll angegriffen. Okay. Ich bin hier voll unten. Zimtgebäck dreimal. Yam, yam, yam. Die Zimtzeit beginnt ja auch bald wieder. Bald ist wieder Weihnachtszeit. Dann kommt auch wieder das Gewürz Zimt ins Spiel. Und vor allem in die Supermärkte und in die Läden. Gut, dann gehe ich mal diesmal hier oben lang. So, erledigt. Ach ja, so langsam gewöhnt man sich ans Kämpfen. Und wenn man sich an etwas gewöhnt, fängt der Spaß ja auch erst an. Wo ist jetzt dieses komische kleine Vieh? Ihm wieder so eine Spinne. Ja, wenn die mich von hinten angreifen. What is this? Mhm. You've been poisoned. Oh nein. When you're poisoned, your life slowly drains down to nothing. If you don't take care of it soon, death is inevitable. Oh nein. I can probably just wait it out. Stop pretending you're so tough! Here, take this mushroom. It'll stop the poison for now. You can thank me later. Was für ein Pilz? Blauer Pilz. Ach, die blauen Pilze helfen mir. Aha. Ah, wenn wir schon dabei sind. Bin ich denn jetzt noch vergiftet oder nicht mehr? Hm. Da ist er ja wieder. Wait. Na, warte doch mal. Ach, er lässt sogar einen blauen Pilz für uns fallen. Let's follow him. Jo. Vielleicht kann der uns ja heilen. Ich jump mal einfach hier so rum. Das ist der Hintergrund? Nee. Aua! Hm. Doch eher nach unten. Huch. Voll die geheimnisvolle, gruselige Ecke hier unten.
Mensch, wo bin ich nur hier? Ich weiß gar nicht mehr, wo lang. Huh! Und ich sollte mehr mit Fidget angreifen. Ich sag's euch. Bin ich hier jetzt nicht schon gewesen? Oder nicht? Oder doch? Oder... Ich weiß auch nicht. So. Du willst mich hier beim Speichern ärgern? Kann ich das hier kaputt machen? Ja, kann ich. Aha. Ah, jetzt kann ich hier durchgehen. Cool. Yay, ich habe wenigstens einen Schlüssel. Weil ich hier so durchgegangen bin. Ja, das finde ich gut. Dann war ich ja hier irgendwie doch noch nicht anscheinend. Dann gehen wir mal wieder weg hier. Aber es ist trotzdem voll das riesige Labyrinth. Man kann sich schnell verirren. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht, oder? Nee. Juhu. Wieder alles Mögliche eingesammelt. Zum Beispiel heißen Kakao. Klingt gut. Hier war so eine Schatzkiste. Okay. Dann braucht Fidget mir das ja auch nicht mehr sagen. Aber sie sagt trotzdem was. Ich glaube, wenn wir nach links gehen, sind wir schon mal richtig. Komm mal mit, du Ding. Du Bombenteil, wo auch immer ich dich brauche. Okay, da wollte ich dich nicht, aber hat ja auch sein Gutes. Oh, der hat noch gelebt. Oh, voll die Mega-Explosion. War das Fidget? Ich habe keine Ahnung. Ach, hier ist wieder so ein Laden. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Ja, dann ja wohl mal so drei davon noch für den Fall der Fälle. Und, ich weiß auch nicht, was können wir denn jetzt mal? Eigentlich hätte ich ja lieber die Schmiedin, die kann uns wenigstens noch ein paar coole Sachen geben. Mit dem Verkaufen lasse ich es aber trotzdem mal gerade, obwohl... Was ist das? Bestienleder. Brauche ich das noch? Ich brauche bestimmt noch ein paar Sachen für meine Mission. Ich lasse es aber jetzt einfach mal. Ist okay so. Ich glaube, die Dinge, die wir brauchen, werden wir bestimmt auch selber finden. Und wieder ein Levelaufstieg. Unglaublich. Unglaublich und gut. Kommt her, ihr Süßis. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Huch. Ja, Fidget, die hat's drauf, merke ich gerade. Ich höre hier immer noch irgendwas vor mich hin krabbeln. Gut, geben wir uns einen Kampfkunststein auf Verteidigung. Ja. Kann auch nicht schaden. Wir wissen ja nicht, was noch kommt. Okay, hier komme ich nicht weiter. Also ich frage mich doch schon... Nee, hier können wir noch nicht gewesen sein.
glaube ich. Ich bin verwirrt. Ja, einiges muss man aber doch halt selber machen. Nicht alles kann Fidget übernehmen. Und am coolsten ist eigentlich, wenn sie so ihr super Explosiv-Dingsbums macht. Oh. Okay. Kette zerbrochen. Oh, ich muss mich schnell heilen. Mit einem Brathähnchen. Und noch ein Brathähnchen. Und ein Törtchen zum Nachtisch. Okay. Das Blocken kennen wir auch eigentlich schon von diesen anderen Trollen. So. Was ist das hier, Rosanes? Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Was ist das? Wundersame Höhle mit merkwürdigen Klopsmonstern. Ich weiß gar nicht, wie wir die nennen sollen. Die Viecher. Komischen. Ich weiß auch nicht. Ich erinnere mich an irgendeine Zeichentrickserie, aber ich weiß nicht was. Hallo. Stirb doch endlich mal. Anscheinend schießt sie aber auch so ein bisschen mit ihren Feuerstrahlen nach vorne, die dann aber auch manchmal wieder so ein bisschen zurückkommen. Ihn haben wir auch nochmal erledigt. Gut, dass sie mich nicht getroffen haben. Ich habe sowieso keine Lust auf Vergiftung. Ja. Na, kommen wir nochmal ans Ziel? Wir sind endlich durch, langsam mal, oder? Oder nicht? Ich weiß gar nicht, was ich hier alles immer einsammle. Okay, meine Gesundheit ist auch nicht so dolle schon wieder. Es geht immer so schnell. Sushi ist auch gut. So, jetzt haben wir wieder volle Gesundheit. Oh, die vergiften mich immer, die Schweinebacken. Vielleicht sollte ich dann mal doch wieder... wo bin ich denn jetzt? Genau, in Gesundheit. Hier in dem Pilz. So. Hier komme ich nicht weiter. Was ist das denn da für ein Schaf? Da ist irgendwie so ein... Was ist das? Voll das süße Schäfchen. Ich will das sehen, haben. Ich will zu dem Schaf. Vielleicht kommen wir da jetzt hin. Ganz schnell nach links.
Schweine backen. Einfach hier hinter der Säule, voll gemein. Schäfchen! Jetzt stirb endlich. Und ein Speicherpunkt. Ja, darauf habe ich gewartet. Da ist er wieder. Wer ist das denn? Ich bin noch nicht böse. There he goes. Ja. Forget him. Take a look around. There's something horribly wrong with these mushrooms. These aren't mushrooms, Fidget. They are called bubble sprouts, and it would be wise for us to tread lightly around them. They react rather explosively to movement. Wonderful. Mhm. Dann muss ich mich ja wohl beeilen, ne? Oder wie? Ja, okay. Voll reingesprungen. Aua. Ich muss aufpassen. Hier ist wieder so ein Laden. Ich will keinen Laden jetzt. Boah, ich muss aufpassen. Hilfe. Ein Speicherpunkt. Ein schöner Speicherpunkt. Ein guter Speicherpunkt, um zu sagen, ich mache im nächsten Part weiter von Dust in Illusion Tale. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Part. Das Spiel fängt an, Spaß zu machen. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß zuzugucken, auch wenn hier viel gekämpft wird. Aber ich finde, von der Atmosphäre ist es trotzdem auch sehr einzigartig und ich bin immer noch sehr gespannt, was hier noch so alles kommt, was wir noch so alles entdecken können. Die Welt ist sehr groß, hätte ich gar nicht gedacht. Man kann sich schnell verirren. Umso mehr Zauber steckt hier vielleicht noch in den Höhlen. Mal gucken, wer dieses kleine Männchen ist und das Zauberschaf. Ich will das Glitzerschaf noch sehen. Das erkunden wir im nächsten Part. Bis dann!